Hallo Freunde, hier ist der Max Strammer und jetzt für Sie Flappy auf Deutsch. Es war Weihnachtsmorgen 1961, erinnere mich so gut, mein Kaninchenstall war leer. Mutter sagte mir nicht in den Schuppen kommen, wenn ich anfing gut zu spielen, bekam ich Süßigkeit und mehr. Sie wusste auch nicht, wo Flappy abhängen könnte. Sie würde Vati fragen, weil er so beschäftigt war. In dem Fahrradschuppen musste ich noch besser suchen, und dass ich mein Flappy dann im Gras noch laufen sah. Aber ich habe den Kaninchenstall doch zugemacht. Das lief doch jeden Tag völlig nach Plan. Den ganzen Abend habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich was ahn. Sah den leeren Stall, als ob ich da schon wusste, was er hat getan. Es war Weihnachtstag 1961, suchten immer noch nach Flappy. Vater suchte mit bei die Bäume und das Wasser, aber nicht im Fahrradschuppen, da konnte er doch nicht sein, oder? Und ich sagte nichts. Suchten zusammen, zusammen bis zum Kaffee. Die Familie trank den Kaffee, aber ich sagte nein. Ich dachte an Flappy und dass er nachts so kalt gefrieren könnte. Dicke Tränen weinte ich, wo soll er sein? Aber ich habe den Kaninchenstall doch zugemacht. Das lief doch jeden Tag völlig nach Plan. Den ganzen Abend habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich was ahn. Sah dem leeren Stall, als ob ich da schon wüsste, was er hat getan. Es war Weihnachtstag 1961, es würde laut gegessen, aber ich hatte keine Lust. Dachte an Flappy, meine eigenen kleine Flappy, wo würde er jetzt laufen? Ich habe es nicht gewusst. Wenn nach der Suppe das Hauptgericht kommen sollte, mein Vater sprach sehr lustig, schau, der ist der Flappy dann. Und seh noch immer die silberne Schale, und da war sie in drei Taler, sah mein Vater als ein schrecklicher Mann. Und ich ging schreiend und stampfend ins Bett hinein, zuerst weinte ich eine Stunde lang, stand noch einmal fluchend oben auf die Treppe dann und sagte Vati, Flappy war mein. Stand vor dem Fenster, aber der Stall war einfach leer. Flappy war nicht rein. Zweiter Weihnachtstag 1961, Mutter erinnert sich so gut, das Bett des Vaters, der war leer. Und ich sagte, sie nicht in den Schuppen kommen. Wenn sie anfing gut zu spielen, bekam sie Süßigkeit, Süßigkeit und mehr. Hallo Freunde, das war der Flappy. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten und bis nächstes Jahr. Tschüss!